So, ich werde immer wieder gefragt bezüglich Pipedrive. Immer wieder kriege ich da Fragen von einigen meiner älteren Kunden auch, die sie schon seit längerem benutzen und die sagen zum Beispiel einer dieser Hotpoints ist es Activities. Also Aktivitäten, das ist letztendlich so. Ich nehme jetzt hier mal mein eigenes Account so zum Herzeigen. Das ist so, dass wenn ich sage, diese Woche, sagen wir hier Zeitraum, letzte Woche. Ja, das ist so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal einen Zeitraum nehme von 1. bis 11. Dezember, dass ich hier eine ganze Menge Aktivitäten habe, die durchgestrichen sind. Das wird sehr unübersichtlich, ne? Das lässt sich sehr schlecht lesen. Und das ist eben so, dass die Grundeinstellung von Pipedrive so ist, dass die durchgestrichen werden, sobald der Zeitpunkt überschritten wird, eine Aktivität. Sodass du das dann alles erledigt und deswegen durchgestrichen. Ja, und da kannst du ganz einfach hier Bulk theoretisch sagen und hier bei erledigt aktuellen Wert zu erledigen. Das ist jetzt auf erledigt, siehst du hier oben grün. Dann könntest du jetzt hier draufklicken zu erledigen und dann 39 bearbeiten, bestätigen. Und dann hast du hier automatisch ja alle dann so dann löst sich das Ganze auf, dann kannst du es auch wieder lesen, ja, und dann kannst du noch zusätzlich sagen als nächsten Step zum Beispiel, ah okay, die und die Firma hier, zum Beispiel die Firma, die drei Ansprechpartner, die möchte ich gerne erledigen in einem Fälligkeitstermin, der jetzt nicht gerade heute ist, sondern sagen wir mal hier im Februar, am 6. Februar oder sowas. Ne? Dann mache ich hier diese drei und dann bestätigen und dann verschwindibus, ja, schwupp, 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 verschwinden die von dieser Liste. Also so viel dazu den Activities. Das ist so ein bisschen häufig diskutiertes Thema bei Pipedrive CRM, diese Activities, die manchmal etwas unübersichtlich werden können, wenn man eben nicht genau weiß, wie man damit umgeht und also bei Fragen einfach in die Kommentare oder mich kontaktieren für ein kostenloses Gespräch. Bis dann, ciao. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.